die Bustouristikbranche ist vergessen worden in allen Förderungsmaßnahmen. Wenn man jetzt die Hotels wieder aufmacht, die Gastronomie wieder aufmacht, die Lufthansa wieder fliegt, die Bahn wieder fährt, wo ist der Bus? Ja, die Gäste nicht ins Hotel lassen, bevor sie nicht mit dem Bus hinfahren. Das wäre jetzt mal ganz einfach. Dann wird das keinen Hotelgast annehmen, wenn er mit dem Pkw anfährt. Das ist eine deutliche Maßnahme, ja. Und wenn Sie mit dem Pkw fahren und in der Busbranche arbeiten in Ulm, ja, einen Arbeitsplatz verlieren, dann fahren Sie auch nicht mehr in Urlaub. Ganz einfach. Deutliche Worte.